keine Chance. Und das ist das Tolle, weil ich die komplette Biografie, nur, ach, da ist er ja, der Göttliche. Das ist, der Typ ist komplett erledigt. Ich kann jede Aussage, was ich da aufgeschrieben habe, nachweisen mit seinen eigenen Videos. Und er kann nicht leugnen, das geht nicht. Und das ist das Schöne, das ist mein Ding. Der ist juristisch sowas von am Arsch. Und das weiß er ja auch, deswegen dreht er ja die letzte Woche so auf. Der ist komplett fertig, komplett. Mozart, weißt du? Ja, sein Dicker. Hier, Kadi, du Drecksau, du Verfluchte, ne? Bitte, der ist zu mir gekommen zu Besuch, verstehst du? Wir haben noch nicht mal über dich geredet, du dummes Arschloch. Er kam zu einem Thema rein. Keins ist aber, dass andere Leute sich nicht unter Druck setzen lassen. Der hat nämlich kein Schiss und das war noch nicht mal beabsichtigt. Das war ein reiner Zufall, dass der zu mir kam, weil ihn mein Thema interessiert hat. Und jetzt hast du es dir verschissen mit ihm, weil ihn unter Druck gesetzt hat. Du Drecksau, dir laufen alle nach und du beleidigst Leute und verleumdest Leute und erzählst, was alles. Du warst der beste Freund von Paul. Von Paul, von Eimer Paul, ja? Du dummes, altes Fick, altes Arschloch, du Dreckiges. Die Fanny hat sich ja von ihm getrennt, ne? Da hat das Dreckschwein doch behauptet, dass ich und Hasi-Ohr bei Fanny angerufen hätten und sie bedroht hätten. Ich habe gar nicht die Telefonnummer gewusst von der, ja? Nix da. Im Gegenteil, er hat sie veröffentlicht. Und zwar hat er gesammelt gehabt für ihn Hiob, ja? Und da hat er gesagt, naja, und wenn du, da hatte er Streit mit seiner Freundin, der Ian, naja, die Fanny, da kenne ich ja eine in Berlin, die Fanny, die hat ja noch ein Zimmer frei. Und da hat er die Telefonnummer gesagt und die Adresse gesagt. Und das hat er hinterher abgestritten. Aber ich war nicht allein, die das gesehen hat. Das haben eine Menge Leute gesehen. Drecksau aus Hamm. Drecksau, jetzt kriegst du dein Fett. Drecksau, du verlierst die ganzen Leute.